Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Boost dran zeigen. Ich will heute mal probieren, meinen Twink-Char einmal komplett durchzuziehen durch einen 5-Masken-Run, hier einmal durch SW. Und ja, bis jetzt habe ich ja die Boost immer so gemacht, dass ich die Leute mitgenommen habe. Und ja, jetzt will ich mal versuchen, dass ein Char einfach nur komplett AFK rumsteht und mal schauen, ob das klappt. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant, wie sowas abläuft. Ich habe jetzt schon mal 5 Masken aktiviert. Unten auf dem kleinen Bildschirm seht ihr meinen Twink und ich würde sagen, wir legen einfach los. Hier sind wir 125%, genau. Und Gear habe ich 475. Die Skillung ist eigentlich die gleiche, die ich sonst auch immer drin habe. Quasi, die ich auch schon in anderen Videos hatte. So, ich werde jetzt meinen Twink-Char einfach hier stehen lassen. Und, oh, den, gut, dass ich über meinen eigenen Char drüber gelaufen bin. Der verliert jetzt schon einen Haufen Sanity. Ich schaue mir jetzt so, wie ich es sonst auch mache, immer als allererstes den Trank an. Guck mal, was wir da haben. Wir haben einen grünen Trank, das ist der schlechte, den wollen wir nicht haben. Und jetzt heißt es quasi, der rote ist der gute Trank. Machen wir mal hier unsere Reisegestalt an, nehmen den ein bisschen mit. Hab gerade so ein bisschen Kopfschmerzen. Eigentlich wollte ich den Run heute nicht mehr machen, aber egal. Wenn ich ihn jetzt schaffe mit Kopfschmerzen, dann schaffe ich ihn auch immer. Also von dem her. Ah, wir sind natürlich durch die Ratte geprockt. Das ist jetzt Unlucky des Jahrtausends. Habt ihr gesehen, da ist irgend so ein kleines Viech gestorben. Und jetzt sind wir hier schon giftet geprockt. Was man halt an der Stelle eigentlich nicht will, aber gut, egal. Kriegen wir hoffentlich auch so hin. Okay, der 4 kommt, den interrupten wir. Da kommt das nächste. Desorientieren tun wir reinhauen. Jetzt tun wir nochmal Knockbacken. Ich bin gerade überlegen, mit was für ein Azerit-Teil ich eigentlich gerade spiele. Ich glaube mit nicht sonderlich guten. Beziehungsweise mit was für. mit was für Corruption-Teilen ich spiele. Oh, ich darf nicht in den Stun reinlaufen. Ich bin in den Stun reingelaufen. G14 sind wir auch. Egal. Ist hier am Anfang noch nicht so wild. Wir haben ja mehrere Foods dabei, dass wir uns die Sanity wieder hochhauen. Ich beobachte gerade meinen Twink-Char, wie es bei dem aussieht. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also, der verliert relativ schnell die Sanity. Der hat den Umhang, glaube ich, auch nur auf 4 oder 5. Also nicht sonderlich hoch. Ich will halt, dass er relativ schnell stirbt, weil ich auch testen will, wie die Mobs skalieren, wenn dann nur noch einer am Leben ist. Ne? Einmal kann ich ja ihn for free ratzen, also das ist dann ganz gut. Das werden wir dann nachher auch machen, sobald ich durch bin, sollte es klappen. Jetzt haben wir hier tatsächlich relativ lang gebraucht gegen die Palgammel-Mobs. Egal. Was haben wir verloren? Naja, 100 Sanity. Sollte eigentlich auch nicht sein. Gut, dass die Gnome nicht mitgekommen sind. Normalerweise laufe ich da rein und die kommen mit, aber anscheinend, weil ich den Speedbuff gekriegt habe, sind sie jetzt nicht mitgekommen. Jetzt muss ich sie halt nochmal einzeln runterhauen. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich den Gifted-Buff hier nicht nochmal krieg, weil den brauche ich gleich beim Big Pull. Dann werden wir jetzt gleich einmal fooden und ja. Scheiße. Worst Case. Das war jetzt der Worst Case. Ja gut, jetzt haben wir halt eine Minute Cooldown internen auf den Gifted Buff. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Ist mit irgendwas noch im Combat? Egal, wir Shadow Melten hier einmal. Schade, dass drüben der Buff nicht da war, ne? Also man kann ja in die Gebäude reingehen, immer diese Buffs mitnehmen. Mein Zweitchar wird hier ordentlich verklopft. Seht ihr das? Oh fuck, jetzt habe ich auch noch zu früh, bin ich zu früh aufgestanden. Ah, das war nix. Jetzt habe ich meinen Food auch noch verkackt, weil ich auf den Zweitschlag geguckt habe. Dachte, ich habe das Food schon durchgegessen. Okay, der ist jetzt tot. Jetzt schauen wir mal, wie das hier skaliert. Also wenn ich am Ende wegen den 100 Sanity das Ding jetzt verkacke, ne, dann ärgere ich mich. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt auch nicht so eine Riesenauswirkung haben. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die Mobs dann runterscalen, wenn ich, wenn der Char tot ist, ne? Ob das irgendeine Auswirkung hat, aber der hat 2,8 Millionen. Ich glaube, der ist nicht runtergescaled. Eigentlich will ich halt jetzt hier den quasi den Trigger haben, dass der Buff kommt. Also der Gifted Buff, aber der ist halt jetzt vorher gerade blöderweise geprockt, deswegen haben wir den jetzt nicht. Jetzt muss ich die Mobs halt irgendwie so killen. Egal. Die machen ja alle nicht viel Schaden, ne? Es kostet halt bloß ein bisschen mehr Zeit. Jetzt kommt der Gifted Buff, jetzt kann ich in einem stehen bleiben. Perfekt. Ob der jetzt ein bisschen früher oder später kommt, ist eigentlich wurscht. Wir haben schon relativ viel Sanity verloren, weil ich halt ein Gimp bin und zu früh aufgestanden bin, ne? Es ist halt. Ja. Man sollte halt nicht gucken, was sein Zweitschar macht.
Aber wenn wir den töten, dann gibt es ja einiges an Sanity wieder zurück. Das ist ja ganz schick. Also von dem her passt es schon. So, da wollen wir jetzt nicht drin stehen in dem Shit. Ja, gut, er bringt 200 Sanity wieder. Sind wir trotzdem fast voll. Ja, gut, aber das erste Viertel, das kann halt nichts, ne? Brauchen wir nicht drüber. Ach komm, ist der jetzt ernsthaft hier noch gespawnt? Der spawnt ja nur, wenn ich weniger als Hälfte Sanity habe. Naja. Okay, was ich jetzt trotzdem mache, ist die Kristalle mitzunehmen. Wir wollen ja möglichst viel von der Kiste bekommen. Man kann ja insgesamt, warte mal, den darf ich nehmen. Heilung, ja, nehmen wir mit. Ich glaube mal, interessant wird es halt bei zwei Bossen und bei einem Miniboss, ne? Oder vielleicht bei zwei Minibossen. Mal gucken, ob da der Schaden halt ausreicht, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich das Ganze hier mache, ob es vielleicht sinnig ist, dann auch mal ein bisschen zu switchen. Ich könnte ja auch theoretisch auf den Inferal-Spec gehen und da ein bisschen reinhauen. Den können wir auch mitnehmen, den Trank. Aber ja, ich weiß nicht. Na komm. Hier ist Ding offen gewesen. Ich glaube schon. Nee, oh, ist auch zu. Oh lol, das ist auch zu. Wo sind denn die Dinger? Was haben wir hier hinten? Grün ist Poison. Grün wollen wir nicht. Verschwende hier schon wieder viel zu viel Zeit, die ganzen Sachen mitzunehmen. Aber ich bin doch schon immer ein bisschen angetrieben, dass ich hier alle Kristalle mitnehme. Dass ich möglichst viele Punkte kriege. Hier schwarz. Schwarz nehmen wir auch mit. So. Dann nehmen wir die restlichen Bomben noch mit. Und ich denke mal, der eine Kristall ist hinten noch, ne? Mittlerweile kenne ich mich schon so ein bisschen aus, wo die ganzen Dinger sind. Ich muss bloß dran denken, dass ich grün auf keinen Fall aufmache. Bombe brauchen wir noch. Sudala. Oben müsste die letzte noch sein. Ich habe es vorhin im Stream schon gesagt, mein Stuhl ist mal ein bisschen broken. Und, ach fuck, ich habe hinten eine Bombe vergessen. Und jetzt hocke ich so ein bisschen tief, ich fühle mich halb wie so ein Hobbit. Ah, da ist auch ein Kristall. Perfekt. Und da ist die letzte Bombe, die ich noch vergessen hatte. Jetzt muss ich immer so ein bisschen nach oben gucken, ist total ungewohnt. Muss ich morgen mal schauen, dass ich den fixe. So, jetzt könnte ich eigentlich noch ein Food essen, aber ich mach's mal tatsächlich nicht, oder soll ich? Ach komm, wir essen's. Wir haben's doch. Ach, der wirft da das Zeug drauf. Oh, das war jetzt knapp tatsächlich. Ach komm, der rennt da hin. Jetzt konnte ich mein Dings nicht durchdrücken. Ist das dumm? Ich habe den Pull den normalerweise immer sofort. Jetzt hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der Mob hier hinläuft und gleich attackt. Okay, das war jetzt natürlich blöd. Sonst ist es hier immer ein bisschen ätzend. Ich ziehe dann halt immer die Leute so mit, ne? Also die laufen dann meistens mit, dass die halt auch die ganzen Kisten kriegen. Aber ich hatte jetzt halt auch vermehrt Anfragen von Leuten, die halt den Umhang auf 1 haben oder 2, also wirklich ganz low und die halt trotzdem 5 Maskenrun haben wollen. Warum auch immer, wahrscheinlich wegen den 470er Item. Und dementsprechend musste ich halt jetzt hier eine Alternative finden. Jetzt habe ich mich ganz schön eingewollt hier, merke ich gerade. Was jetzt gar nicht so gut ist. Normalerweise haue ich den halt ziemlich schnell immer um, aber hier kann ich mich noch hinstellen. Fuck, bin ich da jetzt reingehüpst? Oh, ich verkack's gerade ein bisschen. Ja, okay, also wenn ich das alleine spiele, dann muss ich schauen, dass ich nicht in die Ecke reinlaufe, ne? Das war jetzt gerade ziemlich dumm, aber gut, ich habe jetzt nicht viel Sanity verloren. Egal. Normalerweise ist der halt innerhalb von der Hälfte der Zeit halt down. Dann muss ich ihn besser in die andere Richtung ziehen. Naja, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen den Punkt, wo man verbessern kann. Gut, ich habe jetzt nicht viel verloren. Aber ich hätte normalerweise voll sein können nach dem Kampf. Deswegen, ja, gut. Geschenkt, ne? Nicht so clever, da hinten in die Ecke reinzulaufen. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet. Ich habe bis jetzt einige 5-Masken-Boosts gemacht. Aber immer, dass die Leute mitgelaufen sind, dass sie auch quasi alle Kisten looten. Wenn sie nicht in jedem Dings dabei sind, müsste es anscheinend so sein, dass die Leute ja halt nicht tutti kompletti allen Loot kriegen. Also sie kriegen das 470er Item, aber was sie nicht kriegen, sind die ganzen Marken aus den Off-Kisten, also aus den kleinen. So, jetzt müssen wir nochmal kurz stehen bleiben. Ah, fuck, da kommt der 4. Ach, die Woche ist ja der 4 hier.
Ja, der wird jetzt seinen Cast durchbringen. Aus die Shadow Meld, oder? Ah, doch. Hab ich ihn. Ah, jetzt werde ich hier durchgeführt, oder? Oh, ich bin rausgelaufen. Ich bin ein junger Gott, bis auf das, dass ich jetzt gestunt wurde. Doch kein junger Gott anscheinend. Also der könnte jetzt proccen, der Mob. Ich spare extra alles auf. Fuck, da muss ich jetzt raus. Jetzt muss ich stehen bleiben. Okay, jetzt sind wir gedingst. Jetzt müssen wir den schnell umhauen. Also, das ist. Ich habe schon extra so geplant. Achso, da kann ich jetzt eigentlich voll stehen bleiben. Ist Latte. Da kann ich auch stehen bleiben, aber ich kann jetzt einfach hier rauslaufen. Also, ich mache extra die Mobs da hinten, dass ich jetzt hier giftet werde. Und jetzt muss ich aus allem raus. Kommt wahrscheinlich gleich nochmal das Wall-Ding. Fuck it, jetzt kommt der Breath und das Wall-Teil. Bin ich da drin? Bitte nicht. Fuck it. Okay, das war jetzt richtig bad. Das war jetzt richtig bad. Ah, das war nicht gut. Ich hätte drauf gamblen sollen, dass ich dann nochmal rauslaufe. Egal, wir haben nochmal hier einen roten Sanity-Trank. Und ich kann nochmal reinfooden. Das war jetzt nicht optimal. Da sogar noch. Nochmal. Das kaschiert hier meinen Fehler gerade. Dass wir zwei rote Tränke haben. Jetzt kann ich quasi meinen Fehler dadurch einmal kaschieren. So, okay. Jetzt muss ich gleich wieder stehen bleiben. Ach komm, müssen die jetzt wieder so spawnen, dass ich nicht weiterkomme. Den Bob habe ich gerade echt, ehrlich gesagt, ein bisschen verkackt. Jetzt ist das Loot hier. Toll, warum werde ich denn hier die ganze Zeit mit den Ratten gegiftet? Habt ihr das wieder gesehen? Durch eine Ratte durchgelaufen und wieder durch die Ratte gegiftet worden. Also das willst du halt eigentlich nicht. Ich will halt eigentlich immer meinen Gifted-Buff so steuern, dass ich dann gegiftet werde, wenn ich es brauchen kann. Und nicht dann, wenn ich halt irgendwie versehentlich durch irgendwelche Corruption-Effekte, das ist halt mein Echoing Void, ne? Also Echoing Void, das lädt sich auf, wenn ich die Mobs haue. Und dann entlädt sich's halt wieder. So funktioniert halt Echoing Void. Und wenn ich halt gerade nur eine Ratte neben mir habe, dann haut's halt die Ratte kaputt. Und dann prockt halt blöderweise hier, wie gerade eben, prockt halt dann Gifted Buff, während ich gar keinen Mobs an mir habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also das willst du eigentlich nicht, aber da machst du nix. Was in dem Haus drin passiert, kann ich gleich mal. Ah, fuck, jetzt kann ich nicht. Den konnte ich jetzt gerade nicht interrupten. Da kannst du noch ein bisschen was holen. Ich kann. Naja, ich gehe da glaube ich lieber nicht rein, weil ich muss jetzt, wenn ich den mitziehe, muss ich schon ein bisschen gucken, dass ich zeiteffizient agiere. Und wenn ich jetzt in jedes Haus reingehe und alles mitnehme, dann wird es wahrscheinlich nicht ganz rein. Also ich weiß es nicht, ne? Das ist jetzt der erste Run, wo ich quasi für zwei komplett durchziehe. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. Ah, fuck, jetzt bin ich hier gifted, geprockt. Das ist nicht gut. Vielleicht gehe ich doch noch ins Haus rein. Bin ich halt echt an der falschen Moment giftet geprockt. Eigentlich will ich halt für den Boss hier einen giftet Buff, weil der zieht dir ziemlich Sanity ab, wo du es nicht vermeiden kannst. Also ich mache jetzt unnötige Mobs hier gerade, um zu warten, bis ich quasi den Gifted Buff wieder habe. Deswegen ziehe ich jetzt auch gerade keine CDs oder irgendwas, sondern schaue einfach nur, dass ich einfach nur ein bisschen. Habe ich jetzt zwei Viecher hier gespawnt? Ein bisschen viele Viecher, aber ich will mir alles sparen für den Mob. Der wird halt gleich relevant. Fuck, da kommt der Vier. Das ist gerade ein bisschen bitter hier. Es war, glaube ich, eine Fehlentscheidung, die ich getroffen habe hier. Tatsächlich. Vielleicht muss ich da auch schon orben, ne? Jetzt bin ich giftet, okay. Scheiß drauf. Alles oder nichts. Aus dem Vier muss ich natürlich selbstverständlich raus. Da zaubern wir nämlich alles auf den Dude drauf.
Warte mal, habe ich jetzt Ding nicht gezogen? Warum habe ich denn jetzt Inka nicht gezogen? Das ist... Fuck, ich dachte eigentlich, ich habe Inka gezogen. Ich habe mich verdrückt. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt... Ah, jetzt habe ich es... Warum habe ich denn Inka nicht gedrückt? Okay. Das war jetzt tatsächlich nicht so ganz geil. Ich dachte, ich habe Inka gedrückt. Aber gut, jetzt habe ich es halt für den Boss noch. Hä? Also ich war mir ziemlich... Na, fuck it. Jetzt muss ich da rauslaufen. Jetzt ist mein Food wieder gerippt. Also manchmal hasse ich mich so ein bisschen selber. Wie jetzt zum Beispiel gerade. Ja. Ach, dieser Hass. Habe ich Orb eh für den Boss. Scheiß drauf. Jetzt darf ich bloß hier nicht das Dingsen verkacken. Das Kicken. Ach, ich bin halt ein bisschen Vollidiot. Keine Ahnung. Aber warum Inka nicht gezogen wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, jetzt habe ich hier nochmal einen Proc, ne? Das ist halt auch nicht so geil. Ach, der Mob ist instant gerippt. So, hier Aleria. Oder ist doch, ist das Aleria? Ne, das ist hier, ist gar nicht Aleria. Aleria killen wir am Ende, richtig. So, schauen wir mal, ist der Crystal da? Ah, super. Doppelrip, genau hier in der Ecke gespawnt. Doppelrip. So, jetzt darf ich es bloß nicht verkacken. Jetzt ziehen wir die Orben, pullen einfach den Boss rein und easy. So, ich will die Orb ziehen. Jetzt laufen wir kurz nach vorne, holen den Boss ran. Ich habe aber gelernt, nicht nur in der Orb drin. Okay, jetzt müssen wir raus. Na gut, wir hätten die Orb noch 2 Sekunden länger mitnehmen können. Hau ich gerade ernsthaft das Auge? Weil das ist ein Gammel, also das ist einer der schwereren Bosse, würde ich jetzt mal sagen. Muss ich stehen bleiben hier? Oh, der 4 kommt. Das dürfen wir nicht verkacken. Ah, diese dreckigen Augen, echt. Ich spiele ihn auch, ehrlich gesagt, noch nicht optimal hier, den Boss. Aber ich kann halt ziemlich viel um mich rumkleven, da passt das eigentlich. Okay, jetzt kommt der Shit wieder. Mal kurz stehen bleiben. Da müssen wir raus. Aber es geht. Ich hab, also bis jetzt habe ich es nicht groß verkackt, ne? Ich habe es mittelmäßig verkackt, den Boss hier. So ein bisschen in die Augen kannst du reinfacen. So schlimm ist es tatsächlich nicht. Jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen weg hier. 4 raus. Solange du dich von dem Shit nicht treffen lässt, alles gut. Stehen bleiben. Muss immer ein bisschen aufpassen. Du siehst in den Viechern den 4 immer nicht so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon ein bisschen kacke. Also diesen 4-Boden, den hier, der jetzt hier gerade kommt, den siehst du immer nicht, wenn du in dem umstellten Dings drin bist. Also ich spiel's halt jetzt hier sehr konservativ und laufe in das Shit-Ding rein. Voll Idiot. Oh, jetzt muss ich aber nochmal schnell hier in die Ecke. Okay, passt. Das ist jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Okay, da geht er down. Dann können wir hier einmal raus. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Ach, ich hab mit der hab ich's verkackt, oder? Ah, schau mal, das Ding ist offen. Okay, eine Orb ist jetzt gewastet. Oder was heißt gewastet? Das ist in Ordnung. Ah, der hat halt auch schon relativ viel Life. 1, irgendwas Mille? Ne? Also du merkst, das Leben geht schon nochmal gut hoch. Okay, den tun wir jetzt einmal interrupten. Schauen wir einfach mal.
Ich war mir halt immer nicht so sicher, geht's, wenn ich komplett alleine als Tank, ne, bringe ich den Single-Target-Schaden, also der AE-Schaden ist kein Problem, aber bringe ich den Single-Target-Schaden auf, um das komplett alleine durchzuhauen. Es gibt eigentlich nur ein paar Probleme, also was heißt Probleme, aber ein paar Mobs, wo es zu Problemen kommen könnte. Auch so grün ist hier Poison. Das sind zwei Poison-Tränke, ne? Krass. Achso, ich kann eigentlich nochmal fooden. Es gibt eigentlich bloß zwei Punkte, wo es ein Problem kommen, zu einem Problem kommen könnte. Das ist eigentlich, oder drei, das ist der Boss, den ich eben gemacht habe. Dann der Endboss ist noch ein bisschen tricky und der Mob vom Mage Tower. Der Mage Tower Boss, der ist gar nicht so krass eigentlich. So, das Food haben wir durch, ja, passt. Jetzt werden wir wahrscheinlich hier nochmal Gifted procken, schätze ich mal. Komm, die tun wir jetzt auch noch mit rein. Dann ziehen, holen wir uns den Crystal da hinten noch. Jetzt schauen wir, dass wir alles wieder ready haben. Ja, natürlich sind wir jetzt hier giftet. Soll es denn anders sein? Hier will ich halt gerade nicht giftet werden, aber ist es meistens so. Meistens tue ich dann eine Minute hier noch die ganzen Tränke aufsammeln. Aber wir werden jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, sondern einfach ohne Gifted Buff ins nächste Viertel gehen und gut ist. Scheiß drauf. Ja, es geht auch ohne. So viel machen die auch nicht. So, dann nehmen wir den blauen noch mit. Grauen Trank nehmen wir noch mit. Und dann können wir hier schon mal noch einen Dings mitnehmen. Ich muss bloß gucken, dass meine Tränke nicht auslaufen. Weil wenn du dann falsch CC'd wirst, ist halt ein bisschen ätzend teilweise. Hier können wir noch einen pinken mitnehmen. Kiste und noch einen pinken. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Viertel. Ich glaube, ich habe jetzt in dem einen Viertel einen Kristall nicht mitgenommen. Es ist aber nicht so schlimm, ne? Bevor ich jetzt in das Haus gehe, den Elite noch mache und so, also das noch ein, in dem einen Haus, was ihr vorher gefragt habt, ist noch ein Rare Mob drin. Den nehme ich eigentlich immer noch mit und oft ist da oben halt noch der Kristall der fehlende. Aber ja, jetzt weiß ich halt nicht, ob es mir zeitlich ausgeht, wenn ich das auch noch alles mitnehmen würde, wisst ihr? Deswegen machen wir das jetzt mal in dem Fall nicht, sondern machen das mal so ein bisschen auf Safe. Theoretisch kriegst du, glaube ich, durch den Rare, den du relativ leicht killen kannst, auch nochmal relativ viel Sanity zurück. Schauen wir mal. Den ganzen Bums. Ach doch, wir sind hier giftet geworden. Doch nicht so schlecht. Muss ich schauen, dass ich aus dem Shit rauskomme. Away. Weil hier musst du echt immer ein bisschen schauen. Alter, dieser Speed. Knallen wir einmal rein. Weißt du, wenn ich mal in den Mob stehen bleiben könnte, aber dieses ganze halt rumgerenne, du wirst halt die ganze Zeit rumgekickt. Das ist halt so nervig. Ich muss halt immer springen. Können die Mobs viel schneller killen. Dieser Hüpseffekt ist so nervig. Also normalerweise mache ich es hier so, dass ich, also wenn ich alleine bin, dass ich hier alles zusammenpull. Dass ich die Mobs auch noch reinpull in den Boss da drüben. Ich habe es jetzt die letzten paar Male, wo ich jemanden mitgeboostet habe, nicht gemacht, weil hier so viel AE-Schaden reinkommt, dass die Leute, die ich durchbooste, meistens halt daran an dem AE-Schaden rippen. Und dann muss ich sie wieder retzen. Das kostet wieder ewig viel Sanity, deswegen habe ich es sein lassen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt wieder alleine wollte. Nein, da ist ein Mob entkommen. Bitte verpack mir jetzt nicht die Instanz damit. Ah, ich hasse es. Seht ihr das? Da ist einer entkommen, der kriegt keinen Schaden mehr. Das ist jetzt ungünstig im besten Fall. Ich hasse diese Tentakelviecher, die verschwinden immer wieder und die kriegen halt dann keinen Schaden, ne? Und außerdem stehen die Mobs dann immer nie in meiner Zielverwüstung drin. Ich hoffe, dass er wieder entbuggt, der Mob. Aber ich glaube, er kriegt jetzt wieder Damage. Das ist so nervig, die verschwinden die ganze Zeit wieder. Und der ist jetzt, hat sich wieder komplett vollgeheilt, oder? Es ist wieder entkommen. Oh nein, jetzt geht der Typ nicht down, ne? Weil er komplett gebuggt ist da drin. Seht ihr das? Der ist entkommen. Der Scheiß-Dude. Ich müsste an ihm stehen bleiben, dass er nicht entkommen ist, aber ich muss halt immer aus der Shitte rauslaufen. Alter, ist das dumm. Jetzt bin ich nochmal giftet. Na super. Weil es jetzt so lange gedauert hat, den umzuhauen. Ja, das ist jetzt blöd. Eigentlich müsste ich mit dem Gifted-Buff an den einen Mob da hinten ran. Ah, was mache ich jetzt am besten? Ach, das ist jetzt ärgerlich. Also ich brauche einen Gifted Buff für den Boss da hinten. Jetzt muss ich eine Minute warten oder irgendwas, keine Ahnung. Ach, warum
warum? Bloß weil der eine Mob gebuggt ist und ich den jetzt, weil der sich jedes Mal wieder hochgehalten hat und ich den jetzt einzeln runterhitten musste und an ihm dran stehen, dass er nicht entbuggt. Obwohl das halt kein Mob ist, der stationär ist. Also das musste auch nicht verstehen, warum der jetzt rumgebuggt hat. Also nur wenn diese Tentakel, da kann ich ja verstehen, okay, das ist eine Tentakel, die ist stationär, ne, hin und her. Jetzt nehme ich halt hier noch so ein paar Tränke mit. Schau, dass ich eine Minute irgendwie rumhampel. Ah, schon mal so ein paar rote Tränke, perfekt. Nehme ich halt die ganzen Kisten dabei mit. Wir haben ja die Zeit. Eiern man halt ein bisschen rum. Also es ist teilweise halt echt wichtiger, den Gifted-Buff bei den richtigen Mobs zu haben, als schnell durch die Vision durchzukommen. Lieber schaue ich halt, dass ich... Achso, warte mal, war das Ding offen? Da könnte ich jetzt auch nochmal gucken. Ah, ja. Aber wenn ich jetzt durch den gifted werde, wäre es halt bitter, ne? Okay. No risk, no fun. Wir hauen den jetzt um und hoffen, dass wir nicht gifted werden. Wenn wir gifted werden, dann ist gerippt. Jetzt schauen wir mal. Da verschwende ich jetzt auch keine CDs drauf. Also es könnte sein, dass ich jetzt hier gerade echt, dass das nicht clever ist. Drückt mir die Daumen, dass ich jetzt keinen Gifted Buff kriege, wenn ich den jetzt gleich kill. Sonst habe ich echt ein Problem. Also dann habe ich richtig ein Problem. Fuck! Ich hasse mich selber. Warum tust du sowas? Du wusstest es, dass das ein Fehler ist. Scheiß drauf. Warum habe ich das getan? Ich hasse mich sowas von selber. Vielleicht kann ich durch so eine Ratte nachher noch giftet werden. Scheiße. Ich hätte es einfach nicht tun sollen. Weil der zieht der Arsch viel Sanity ab, wenn du ihn nicht interruptest. Ne? Der wird jetzt viel Leben haben. 3 Millionen, ja, da brauche ich ein bisschen, bis ich den runtergekauen habe. Ja, stimmt, ich hätte ihn rauskiten können, ne? Ja, soll ich jetzt den Boss ohne Gifted Buff probieren? Eigentlich Selbstmord, ehrlich gesagt. Ich esse jetzt meinen Food noch und... keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den hätte rauskiten können, weißt du? Das weiß ich schlichtweg nicht. Jetzt muss ich schnell meinen Food nur durchdrücken. Okay, der Mob ist gespawnt, dann hauen wir den noch schnell um. Alter, der Zwillingsverwüstung hat ihn einfach... Das schaffst du nicht, ohne Gifted Buff. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich muss es jetzt probieren, scheiß drauf. Ja, das kann ich halt jetzt nicht interrupten, ne? Scheiße. Ja, das war ein Fehler. Ich kann halt nur jeden zweiten Cast interrupten. Alter, schau mal, was der mir abzieht. Genau deswegen brauchst du hier einen Gifted Buff. Ah, jetzt, ich hab die Made. Deswegen bin ich hier hintergelaufen, jetzt hab ich mir den Gifted Buff über die Ratte oder die Made, die da war. Easy. Nice. Glück im Unglück. Okay, umgehauen. Perfekt. Wird hier im Stream gesagt, das schaffe ich nicht. Alter, der hat halt auch 3 Millionen live. Oh, was machst du denn? Jetzt hätte ich mich beinahe hier wegsnacken lassen. Jo, danke. Aber das war auch dumm von mir. Warum habe ich den einen Mob da drin? Ich hätte ihn rauskiten können, du hast vollkommen recht, ne? Das wäre clever gewesen. Aber anscheinend bin ich nicht clever genug dafür, daran zu denken. Es hat mir mal, einer von euch hat mir mal eine Weak-Aura gepostet, die mir so einen Timer für den Gifted-Buff gibt, ne? Also nicht so, wenn er ab ist, sondern wann er wieder ready ist, weil da hat er, glaube ich, einen internen Cooldown von etwa einer Minute. Und, okay. Also ich muss springen, ne? Also hier habe ich richtig unnötig Zeit verplempert in dem Ding hier. Hätte den ganzen Kack auch sein lassen können. Einfach durchziehen, weil ich es eh ohne Gifted Buff spiele, aber naja, so... Habe ich jetzt das Ding noch gefressen? Nee, oder? Schauen wir mal. Oh, da hinten ist noch ein Crystal. Perfekt.
Aber wir haben noch zwei Orbs. Das ist eigentlich ganz okay. Aber die schwierige Stelle kommt noch, ne? Also bis hierhin ist alles Kindergeburtstag. Und die schwierige Stelle, die kommt danach tatsächlich. Also, alles Kindergeburtstag. Den haben wir auch noch. Wenn es klappt, hat halt mein Gammeltwink, den ich nicht wirklich spiele, einen 470er-Item. Ich weiß zwar nicht, was er damit anfängt, aber zumindest habe ich es dann einmal durchgetestet und kann, also wenn es klappen sollte, ne, dann kann ich halt ohne Probleme dann noch wen mitziehen. Aber wie gesagt, die schwierigste Stelle kommt hier noch. Da müssen wir jetzt dann gleich noch gucken. Ah, da ist der andere Crystal. Perfekt. Da war ein grüner, den nehme ich nicht mit. Schauen wir mal. Was müssen wir jetzt noch machen? Zwei Dinger müssen wir noch aufmachen und dann geht's ins schwierige Viertel. Was ist das hier für ein Trank? Ein grauer. Blöde Tusse steht davor, dass ich den Dings nicht aufmachen kann. Gut, okay. Dann sind wir hier durch. Dann können wir jetzt ins letzte Viertel. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass ich bei dem Ding nicht die ganzen Käfige aufmache. Ich laufe jetzt nochmal einmal zurück. Weil du ja, weil da nicht das Abschließen quasi der Endboss töten ist, sondern die Käfige aufmache, was ich total dumm finde. Da habe ich irgendwie immer so die Angst, dass ich nicht alle aufgemacht habe. Warte, ich laufe schon nochmal zurück. Natürlich sind wir jetzt gegiftet, während ich nochmal zurückschauen will. Ja, von Inzot. Ja, aber das, also das haben wir fertig. Also da ist nichts mehr in der Zone. Jetzt haben wir natürlich den Gifted-Buff gewastet, aber scheiß drauf. So, jetzt kommt die schwierige. Ah, warte mal, ich könnte noch fooden. Ich müsste noch fooden hier drin. Wir fooden jetzt noch einmal. Hier vorne. Und dann gehen wir rein. Jetzt haben wir natürlich Shadow Melt für nichts gewastet. Sonst hätte ich einen Punkt auf der Karte. Ah, okay, guter Tipp. Stimmt, da ist was dran. Einmal hier hoch. Nehmen wir die mit. Wir machen es jetzt gechillt. Normalerweise ziehe ich die Dudes oben in den anderen rein. Aber ich habe noch zwei Orbs. Na? Und ich muss eigentlich jetzt nichts. Also, ehrlich gesagt, das meiste, was ich früher, wo ich selbst noch einen niedrigeren Umhang habe und hier in Anführungszeichen geprogressed habe, am meisten habe ich es ehrlich gesagt verkackt. Weil ich gemeint habe, ah, ich bin jetzt besonders gut und ich ziehe halt ewig viele Gruppen zusammen und lief die weg. Vor allem hier im letzten Viertel, ne? Das war sehr oft der Grund, warum ich es verkackt habe. Einfach weil ich es halt übertrieben habe. Tatsächlich. Und das musst du halt eigentlich nicht. Du kannst das ganz gechillt machen. Zwei Orbs habe ich noch. Ein Pack nach dem anderen. Weil oft ist es halt so, das kommt, du hast dann 10 Volts, die du untereinander hast. Dann kommst du nicht mehr aus allem raus. Dann kommst du in einen CC, in den anderen CC und dann ist deine Sanity auf 0. Das ist meistens so die Kette, die dann kommt. Wenn du das ganz gechillt machst, dann kannst du eigentlich easy durch, ohne Probleme. Mittlerweile mache ich es so, dass ich erst alle Mobs außen mache und dann oben rumlauf. Dann nochmal stehen bleiben. Okay. Ich muss sagen, ich genieße das gerade so ein bisschen, dass hier kein Kunde dabei ist, weil ich habe so oft hier gehabt, dass die in irgendwelche Mobs reinlaufen, irgendwas adden, dass die, wissen nicht, ich sag denen einfach, ich habe meistens ja die Leute sogar auch im TS gehabt, gesagt einfach mir nur nachlaufen, kein Risiko eingehen, lieber keinen Schaden machen. Ah, jetzt wollte ich aus dem 4 rauslaufen, bin in Dings reingelaufen, das war natürlich jetzt Kacke. Und dass sie halt dann einfach ganz safe spielen, ne? Dass sie halt einfach nicht sterben, weil jedes Mal, wenn sie sterben und ich sie retten muss, das zieht ewig viel Sanity, ne? Ist klar. Aber dann habe ich so Leute, die einfach irgendwo hinlaufen und dann alles mögliche zusammenpullen. Also, der eine Kollege, der war der Beste, der dann voll Amok gelaufen ist. Jetzt mache ich als erstes den hier weg. Ah, der hat natürlich jetzt schon relativ viel Life. Oh, ich hätte vielleicht nochmal dingsen sollen. Das war jetzt dumm. Jetzt tue ich meinen Free-Death gerade herschenken. Ah, ich bin geprockt. Ah, fuck, jetzt bin ich da noch reingelatscht. Ich bin so ein Vollidiot. Jetzt komme ich auch noch in 4, oder? Nee, passt. Jetzt kann ich hier. Okay, jetzt sollte ich mich vielleicht ein bisschen konzentrieren. Das war. Ich bin mit bisschen wenig Sanity hier in den Kampf gegangen.
Fuck it. Das könnte jetzt nach hinten rumgehen, wenn es blöd läuft. Okay, aus dem 4 sollte ich raus. Müssen wir uns mal einen Ticken zumindest konzentrieren. Da müssen wir auch raus. Weil den Free Death darf ich jetzt nicht wasten. Das wäre jetzt sehr dumm. Okay, die Sanity habe ich hochgekriegt. Passt. Es ist kein Free Death raus, oder? Dürfte zumindest kein Free Death geprockt sein. Ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen konzentrieren. Jetzt fooden wir mal. Ach komm. Nein, warum bin ich denn so ein Depp? Jetzt habe ich wieder gefoodet, während der 4 kommt, ne? Ich darf immer erst fooden, wenn der 4 gerade raus war. Da muss ich echt dran denken. Egal. Machen wir den Dude noch weg. So, vielleicht könnte ich hier mal nach so ein paar Tränken gucken. Jetzt kommt natürlich der 4 von der Tusse. Ja, shit. Ich hätte den Typen nicht interrupten sollen. Der Typ haut dir einen Buff drauf, dass du immer mehr Damage kriegst, ne? Das grillt dich auch irgendwann. Aber du musst eigentlich den Interrupt hier. Jetzt kriege ich halt schon 300% mehr Damage. Aber gut, der eine Typ macht nicht viel Schaden. Ja gut, jetzt kriege ich 400% mehr Schaden. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich muss jetzt eigentlich dann gleich noch meine Orb schmeißen. Ich habe noch zwei Orbs, ne? Also eigentlich. Was mache ich denn? Wo mich. Nein. Ich habe noch zwei Orbs. Also eigentlich sieht das ganz gut aus. Wenn ich hier nicht ständig diesen Kack verkacken würde, dann wäre es eigentlich kein Stress. Jetzt gucke ich. Ich will immer möglichst Orb sparen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Die hau ich nur um und dann schmeiße ich die Orb. Ach fuck, jetzt muss das Viech halt nur spawnen hier. So, rot ist 100 Sanity, das nehmen wir doch gern mit. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schmeißen wir einfach hier noch eine Orb rein. Und ziehen die Dudes hier um die Ecke rum. Fuck, ich werde jetzt nicht in das Viech reingedingst. Fuck, die muss ich jetzt, ich muss da raus. Jetzt bin ich giftet, das könnte ich eigentlich ihn pullen, aber ich mach das nicht. Warte jetzt erstmal auf den nächsten Gifted-Buff noch ab. Na, das ist jetzt blöd, dass der Gifted-Buff geprockt ist. Muss jetzt nochmal hochgehen und gleich das Food reinhauen. Nachdem der 4 durch ist. Ich muss jetzt kurz warten. Ich fude einfach da hinten. Das ist jetzt blöd, dass das Ding geprockt ist. Nehmen wir das mal noch mit. Ich brauche nämlich der schwerste Mob in der ganzen Instanz kommt jetzt gleich. Für den muss ich alles richtig planen. Wenn ich den gelegt habe, dann sieht es gut aus. Okay, grünes Poison, das brauchen wir nicht. So, wann kommt der 4 jetzt nochmal? Dann food ich. Ah, da ist der 4. Schau, diesmal habe ich hier einmal mitgedacht. Ja, ich glaube schon, dass du den Mob machen musst. Ich bin mir gar nicht. Stimmt, also muss eigentlich nur die. Ach doch, der. Oder? Nee. Stimmt, du hast vielleicht sogar recht, vielleicht musst du den gar nicht machen. Also, ich darf jetzt auf keinen Fall den Mob und die Dings hier gleichzeitig pullen. Okay. Eigentlich sollte ich ihn da oben nicht spielen, weil da ein bisschen eng ist. Ich habe ihn doch gekickt. Warum habe ich denn jetzt?
Hier raus, da stehen bleiben. Er darf mich jetzt halt wieder nicht übelst hochbuffen. Bisschen wegziehen. Hier versuche ich keine CDs zu usen. Die ganz chillig runterzuspielen. Okay, jetzt muss ich aus dem 4 raus. Jetzt muss ich einfach nur noch einen Buff bekommen. Dann kann ich den Dude umnudeln. Aber ich krieg wahrscheinlich jetzt hier keinen Buff. Fuck, ich habe keinen Buff gekriegt. Stimmt, du musst ihn nicht mal killen. Ich müsste ihn nicht mal töten, den Dude. Wusste ich gar nicht, dass ich den gar nicht killen brauche. Lol. Kann ich jetzt einfach zum Boss hoch? Nee, oder? Aber ich kill ihn jetzt, scheiß drauf. Also ich bin... Kann da jetzt stehen bleiben? Egal. Hütet euch. Nein, das ist jetzt bitter. Das hat jetzt mein Free-Death aus... Fuck, ich bug da in dem Dings... Ah, das war jetzt nichts. Ich hätte ihn auslassen sollen. Aber ich will es mit ihm testen, weißt? Warum bin ich denn jetzt schon wieder so hart weggeslossen? Der Typ ist der Schlimmste in der ganzen Instanz. Habe ich jetzt meinen Free-Death gewastet. Ja gut. Aber ich kann ihn anscheinend auslassen, ne? Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss ihn machen. Okay. Aber egal. Free-Death haben wir gewastet. Beim Endboss hätte ich wahrscheinlich noch gebraucht. Ja, also den kann ich skippen. Dann kann ich hier einfach hochgehen, ohne ihn zu pullen. Okay. Jetzt habe ich halt für den Endboss keinen Free-Death mehr. Das wird mich wahrscheinlich jetzt grillen. Aber wir gucken einfach. Achso, jetzt muss ich hier den anderen... Obwohl, den brauche ich gar nicht. Bedingt... Ah nein, jetzt habe ich wieder das... Jetzt habe ich wieder das Food eingesetzt, während... ja, habt ihr gesehen hier. Ich muss immer dran denken. Okay, jetzt habe ich halt HT dafür gewastet. Schauen wir mal... Oh, der hat ziemlich viel Life, ne? Ich weiß nicht, ob mir das ausgeht, dass ich alles interrupten kann. Weil ich kann nur jeden zweiten Cast... Also den kann ich jetzt nicht... Ah, okay... Ja, wahrscheinlich verkacke ich es jetzt hier, weil ich nicht ganz voll bin. Hier hätte ich HT gebraucht. Hätte vielleicht doch nochmal die Orb ziehen sollen. Ach shit, da ist das Ding noch gespawnt. Jetzt hoffe ich, dass ich durch ihn nochmal einen Gifted Buff kriege. Nee, kriege ich nicht. Schnell schauen, dass das vorbeiläuft. Das war jetzt nicht so ganz gut. Ich glaube, da werde ich jetzt rippen dran. Ich hätte den Mob auslassen sollen und hätte einfach hier das HT und die ganzen CDs, weil jetzt habe ich halt null CDs für ihn hier. Ja, der rippt mich jetzt runter. Ja gut, okay, aber interessant. Ich hätte vor allem davor vielleicht orben sollen, ne? Das wäre, glaube ich, noch eine ganz gute Geschichte gewesen. Ja, weil die nächsten Cast, den er mir draufhaut, da ist dann quasi Feierabend. Vielleicht kriege ich den jetzt noch, vielleicht kriege ich jetzt hier noch einen Buff, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe. Oh ja. Mehr Glück als Verstand, Leute. Mehr Glück als Verstand, ich sag's euch. Mehr Glück als Verstand. Das war jetzt einfach nur Luck. Hui, 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 hui.
Das ist kein Addon, das ist eine Weak-Aura. Ja, also dann soll ich das nächste Mal den einen Dude einfach liegen lassen. Okay, jetzt muss ich halt dahinter nochmal gehen und meinen Char retzen, ne? Das kostet ja immer eine fixe Summe, ne, der Retz? Ich habe halt jetzt noch auf HT und alles. Ja, nee, der muss ja einmal hitten. Ich will das ja testen, ob ich den Loot dann krieg. Um das geht's ja. Ich habe ja noch eine Orb über. Aber ich habe halt keinen Free Death. Und eigentlich brauche ich den Free Death beim Endboss, ne? Also den einen unnötigen Mob, den ich da gekillt habe. Das war halt ein bisschen dumm. Ich retz den. Achso, nee, ich muss ja hier. Ich esse jetzt das Food, retz den. Ah, vorher könnte ich die Kiste noch holen. Warte mal, ich hole die Kiste noch schnell. Dann retz ich den. Dann laufen. Achso, ich trigger drin den Boss schon mal. Das dauert nämlich auch mal einen Ticken. Dann müssen wir nämlich schnell orben. Okay, das haben wir getriggert. Muss ich mir ein bisschen schicken hier. Ich glaube, 50% der Sanity, die du noch hast, kostet das, oder? Meine. Ich habe echt gut, ich habe nur 8 Kristalle, scheiß drauf. Also ich habe jetzt nicht alle mitgenommen. Also. Fuck, jetzt ist da nochmal so ein Viech gespawnt. Also ich glaube, wenn ich den einen Mob, den man anscheinend skippen kann, was ich nicht wusste, dass du den skippen kannst, dann wäre es wahrscheinlich. Ah, fuck, jetzt habe ich nochmal einen Gifted Buff ge. Ach, ich stehe hier in dem Auge drin. Na komm, Kackauge, ich will die Kiste mitnehmen. Jetzt geht doch weg. Ach nee, der erste Retz ist ja eh for free, Leute. Der ist doch eh for free. So, jetzt laufe ich mit meinem Zweitschar schon mal rein. Mit dem muss ich nur einmal hidden dann nachher. So, den kann ich ja hier auf Follow machen. Folgen. Jetzt steht der in der Grütze drin. Ist das dumm? Gut, okay. Nee, nee, mit 5 Masken hast du halt weniger Sanity. Okay, da haben wir jetzt noch so einen Mob. Ich hoffe, dass der Dings nicht proccht. Shit, jetzt muss der andere Char da raus. Also ich muss dann schnell die Orb aufstellen. Dem jetzt auf Follow gehen. Sobald wir die Orb haben, mache ich dann den Briefkasten an. Und lauf rein. Mach mit dem anderen. Fuck, jetzt ist der die ganze Zeit hier im. Läuft er halt in der Pfütze nach. Also ich brauche den Mob, um Dings zu procken. Ich habe jetzt halt noch 3 Minuten auf HT. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen warten können. Aber wahrscheinlich, ich pack den Boss wahrscheinlich jetzt eh nicht. Ohne Free Death. Okay, mit dem können wir jetzt einfach. Ist der mein blöder Char da noch in der Mitte drin? Okay, jetzt haben wir. Kann ich hier mit einem durchziehen? Jetzt lieber dahinter. Ich weiß immer nicht, ob das nicht nur ausläuft. Das Problem ist, ich habe nicht genug Single-Target-Schaden, wenn jetzt hier schon alles zugevoidet ist. Halt, warte mal, wo ist sie denn? Die ist da hinten irgendwo, ne?
Hütet euch. Ich wollte mir hier gerade schon wieder viel zu viel zu. Also ich brauche halt blöderweise meinen Freedev, glaube ich, dass ich genug Schaden zusammenbringe, dass ich sie weggenutzt kriege in der Zeit. Fuck, da ist jetzt die Grütze, ne? Soll ich mich in die Grütze reinstellen? Ja, das hat mir jetzt ordentlich was abgezogen. Also den Boss habe ich auf jeden Fall gehittet. Das müsste klappen. Also sollte ich ihn jetzt tot kriegen, was ich... Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Ah, fuck. Weil jetzt macht sie die ganze Zeit ihren Shit hier. Sehe ich richtig? Ja. Ah, warte mal. Jetzt kann ich HT ziehen, ne? Stehe ich jetzt da richtig dahinter? Wenn du da einmal falsch stehst, dann bist du halt gerippt. Ach fuck, ich erwische so nicht. Jetzt haut sie nochmal einen Speer raus. Hütet euch. Muss sie nochmal LOSen, sonst erwische ich es halt nicht, die Tusse. Hütet euch. Nice, ich bin nochmal giftet. Jetzt kann man nochmal hier... Das Problem ist, ich glaube, dieses leeren Ding ging sogar durch giftet durch, deswegen verstecke ich mich jetzt noch. Ich kann da nochmal potten, fällt mir gerade ein. Ja, die ist jetzt halt die ganze Zeit da hinten drin. Ich komme halt ums Verrecken nicht ran, ne? Fuck, hier kommt nochmal das Explode-Ding. Jo, haben wir es geschafft, oder? Nice. Gut, ich habe jetzt ein bisschen verkackt, Leute, tatsächlich. Aber es hat funktioniert und ihr habt gesehen, also mein Twink-Char, der hat jetzt alle Achievements gekriegt, seht ihr, das ist alles aufgeploppt bei dem, also 5 Masken hat er bekommen, obwohl er jetzt nur bei dem einen Dings dabei war und, warte mal, aber die kann er nicht aufmachen, ne, er kann nur die mittlere Kiste aufmachen und er müsste jetzt ein 470er Item rauskriegen, was hat er jetzt, okay, also er kriegt 470er Items, Echos kriegt er raus und was kriegt er noch raus, ja, halt eine Maske, die eine. Aber was hatte der vorher an? Obwohl, der hatte vorher hier ein 440er Item an und jetzt hat er halt hier noch einen 470er. Ja, ist ganz nett. Aber ihr habt gesehen, SW kann ich durchboosten solo, auch wenn der andere überhaupt nichts macht. Und das 470er Items gibt es und das Achievement gibt es auch fürs Mount. Also das funktioniert. Und ich hatte sogar noch ziemlich Kopfschmerzen, habe ziemlich kacke gespielt. Ich denke mal, OG müsste auch gehen, weil OG... eigentlich leichter ist als SW. Ja, also ich kann wirklich jeden Nappel durchboosten, auch wenn er kein Gear anhat. Wunderbar, weiß ich das jetzt auch. Und für den einen oder anderen, der es interessiert hat, wie so ein Run abläuft, hat das jetzt, denke ich, hier anhand von SW gesehen. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht mache ich noch einen Run für OG. Kann ich den auch nochmal uploaden, wenn ihr wollt. Aber eigentlich, OG habe ich schon ein paar Runs hochgeladen und das dürfte eigentlich leichter sein als SW. Gut, das war's mit der kleinen Aufnahme. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es irgendwas gebracht. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.